Hallo, ich bin Gunnar von Chronoton und werde von euch immer wieder gefragt, über automatische Lautstärkeanpassung und Sprachverständlichkeitsverbesserung, das ist doch in meinem Fernseher und oder Soundsystem schon drin. Und da kann ich sagen, ja, da ist was drin, aber warum ist das Problem schwankender Lautstärken und teils unverständlicher Dialoge bei TV und Streaming allgemein bekannt? Und das war genau unser Startpunkt, den HDSX TV Sound Optimizer zu entwickeln. Ich will euch das mal erklären anhand eines Fernsehers. Da bin ich in den Einstellungen Ton und kann unter weitere Einstellungen die Lautstärkeanpassung, die automatische, anwählen. Da gibt es den Mode Standard und es gibt den Mode Komprimiert. Und da ist ein Problem, was eventuell auftreten kann. Denn klassische Kompression arbeitet so, dass den lauten Stellen bestimmte Klanganteile genommen werden, damit die leisen lauter klingen. Man drückt es quasi von oben etwas nach unten und die sogenannten Transienten, die für die hellen Klanganteile zuständig sind, können dadurch verschwinden oder reduziert werden. Und hört man das über einen längeren Zeitraum, hat man das Gefühl, na, da fehlt irgendwas, es klingt so ein bisschen dumpfer, und macht es dann wieder aus und regelt vielleicht mit der Fernbedienung wieder nach. Wir haben im Optimizer mit HDSX Volume eine neue Technologie entwickelt, die dieses Problem nicht kennt, sondern die lauten Stellen behalten ihre komplette Klangqualität und die leisen werden intelligent, je nachdem, was ihr gerade seht und hört, angeglichen, sodass es interessant zu hören bleibt und trotzdem gleichmäßiger ist bei voller Klangqualität. Dann gibt es die automatische Sprachverständlichkeitsverbesserung, die in Geräten drin ist, aber oft in Kombination mit anderen Einstellungen besser oder weniger gut funktioniert. Mein persönliches Empfinden ist häufig, dass wenn man das dann hochstellt, dass es dann auf die Dauer so ein bisschen spitz klingt in der Stimme, ein bisschen unnatürlich. Und da haben wir mit HDSX Speech einen neuen Algorithmus entwickelt, der eben komplett harmoniert auf unsere Lautstärkeanpassung die Stimme vor die restliche Szenerie stellt, dass sie also gar nicht so spitz sein muss von den Frequenzen her, sondern einfach vor Musik und Geräusch steht, sodass sie schon mal automatisch besser zu verstehen ist und auch im Kontext gehört wird und nicht stoisch einfach lauter oder leiser im Vergleich zum Rest steht. So, diese Kombination ist so automatisiert, dass ihr den Optimizer einfach nur anstellt und sofort genießen könnt. Wir von Chronoton freuen uns über das Feedback von so vielen, die sagen, ich habe den Optimizer ausprobiert, ich bin begeistert, möchte ihn nicht mehr missen. Insofern, für alle die, die noch keinen haben, probiert ihn aus, bildet euch eure Hörmeinung. Wir freuen uns auf euer Feedback.